Wieder vom Bloggertreffen auf der Biofach 2008. Ich sitze zusammen mit Reto Staus, einer der ambitioniertesten Öko-Blogger. Auch einer der ersten Blogs, die ich so selbst gesehen habe, die mich inspiriert haben, auch Kammerkonsum zu machen. Und ja, Reto, vielleicht sagst du kurz, wo du herkommst, wer du bist und ja. Ja, ich bin eben dieser einsame Schweizer, nicht? Aus diesem Entwicklungsland, was LoHaS anbetrifft. Ich habe begonnen vor etwa 1,5 Jahren mit dem Blog. Meine Motivation außer Exhibitionismus. Deswegen sitzt du hier. Genau. Jetzt auch auf YouTube. war eigentlich so, irgendwo meinen Weg darzustellen. Also, ja, ich bin sehr stark auf der Suche oder und darüber nachdenken, wie ich mein Leben eben nachhaltig gestalten kann. Und ich habe auch Freude am Schreiben, habe ich gemerkt. Ja. Und deswegen ist für mich der Blog eigentlich ein schönes Medium. Und ich habe das einfach mal probiert und bin jetzt da auch so ein bisschen in die Szene reingewachsen. Und ich finde das extrem spannend. Ja. Ja. Also was ich an Retos, an deinen Beiträgen sehr schätze, ist einfach diese ja sehr persönliche Note, die du auch reingibst in die Beiträge, also dass du ja über deine eigenen Erfahrungen einfach bloggst. Ein großes Projekt ist jetzt dein Hausbau. Vielleicht kannst du dazu kurz sagen, wie du auch, wenn man dieses nachhaltige Living dann auch jetzt mit dem Blog begleiten willst. Ja, genau, vielleicht ganz kurz zum ersten Punkt. Also mir war wirklich wichtig, dass ich irgendwo authentisch rüberkomme. Ich denke, das ist etwas, was eben die Blogs dann oder ein Teil der Blog auch wirklich auszeichnet. Auch so ein bisschen das Subjektive halt. Ohne jetzt ein absoluter Katzenblog zu sein, wo man eben nur die Bilder einstellt von den Haustieren. Der Rahmen darf dann schon etwas weiter sein. Und das versuche ich auch so ein bisschen. Ja, und zum Hausbau. Ja, wenn man nachhaltig bauen will, dann gibt es viel zu überlegen. Ich merke aber auch, ich kann es wahrscheinlich, weil mir finanziell Grenzen gesetzt sind, stoße ich da eben an Grenzen von dem, was ich dann auch umsetzen kann, weil ich auf der anderen Seite auch eine Familie habe, die Bedürfnisse hat, die ich auch gerne erfüllen möchte. Ja, das ist so eine Gratwanderung, die ich jetzt versuche, irgendwo diesen Weg zu finden. Ja. Ja. Und aber auch, du wirst darüber berichten im Prinzip, genau, wie es jetzt mit dem Hausbau weitergeht, was du für Maßnahmen dir überlegst, Vor- und Nachteile. Also finde ich einfach, du hast ja schon ein bisschen angefangen. Ein bisschen was habe ich schon geschrieben. Weil die Zeit wird jetzt wahrscheinlich auch weniger. Richtig. Von daher dürfen wir nicht auf ganz so viele Beiträge hoffen in der nächsten Zeit, aber ja, ich denke, ebenso die wichtigen Dinge möchte ich wirklich aufgreifen. Ja. Im Moment versuche ich selber noch irgendwo diese Entscheidungen zu fällen und eben diesen Weg zu finden, und das wird dann nach und nach, werde ich das sicher auch irgendwo im Blog verarbeiten. Ja. Noch ein kurzes Abschlussstatement zum Thema LoHaS. Ja, auch da haben wir ja auch schon hin und her gebloggt. Die Leute, die unsere Blogs lesen, sehen auch, dass wir uns gegenseitig kommentieren. Ich als, sag ich mal, Protagonist für die LoHaS-Bewegung, du eher auf der LoHaS-Seite. Welche Unterschiede siehst du zwischen den zwei Begriffen oder wenn man jetzt Menschen in solche Gruppen überhaupt fassen kann, was wir jetzt einfach mal tun und annehmen, dass es die gibt, wo siehst du die Unterschiede? Ja, ich denke, die LoHaS oder Konsumenten, die sich da, oder sagen wir Menschen, die sich da einteilen lassen, wenn man so will, die das ist vielleicht die nächste Generation von Konsumenten, die eben Wert darauf legen, dass die Produkte ethisch und fair hergestellt sind, dass es ökologisch irgendwo Sinn macht. Mir persönlich stehen die LoFos eher näher. Das sind diejenigen, die sich auch Gedanken zum Konsum machen, natürlich. Wir haben ja alle gewisse Bedürfnisse, die wir decken müssen. Ich bin nicht nackt hier. Richtig. aber dort geht es eben auch darum, dass man eben auch das Konsumverhalten wirklich
zu Ende denkt, überdenkt, und ja, was eigentlich der Hauptunterschied ist, man versucht eigentlich sein Leben zu vereinfachen. Zu vereinfachen, indem man weniger konsumiert, dadurch den bewusster konsumiert. Die, genau, es geht einen Schritt weiter, denke ich, wie die Lohas. Und ich hoffe es nicht, aber irgendwo habe ich so im Hinterkopf, ja, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir plötzlich alle zu Lohas, weil wir gar nicht mehr anders können. Ja. Weil ja, die Ressourcen so knapp sind, dass sie nicht mehr bezahlbar sind. Also sind wir nicht ein Lohas heißt ja voluntary, also freiwillig. Freiwillig. Dann werden wir zwangs dann werden es auch keine Lohas mehr. Ich hoffe es nicht und ich das ist auch nicht meine Motivation, dass ich diesen Lebensstil suche oder irgendwo versuche umzusetzen, aber vielleicht ist das auch einfach eine Weiterentwicklung der Lohas, Gedanken erstmal über nachhaltigen Konsum quasi anzufangen, überhaupt über Konsum nachzudenken, über die Auswirkungen von Konsum und dann vielleicht langfristig die Bedürfnisse auch zu reduzieren, um damit auch den Einfluss auf die Welt, auf die Umwelt zu reduzieren. Ja, ich denke, was wir dort verstehen müssen, die Lebensqualität hängt nicht vom Lebensstandard ab. Ja. Irgendwo. Aber das ist auch ein Weg, den ich auch noch finden muss. Also, Okay. Tausend Dank für das kurze Interview. Gerne. Viel Spaß, viel Erfolg weiterhin beim Bloggen und wir freuen uns auf viele gute Beiträge. Danke. Danke auch.